schnell laufen willst, du musst natürlich die Hüfte nutzen und du musst in der Lage sein, um die Hüfte richtig zu nutzen und natürlich die Hüfte muss auch ganz kräftig sein. Wenn du schnell laufen willst, natürlich die Hüfte ist besonders wichtig und du solltest so deine Hüfte genauso richtig trainieren, damit die Hüfte richtig stark ist. Wenn du läufst, deine Hüfte muss wirklich nach vorne gehen. Ja, wenn deine Hüfte nach vorne ist, wenn deine Hüfte nach vorne ist, dann kannst du richtig hochbleiben und kannst du richtig hochdrücken mit deinem Fuß und mit deinem Bein und dann bist du ganz effektiv. Ja? Es ist ein Unterschied, wenn deine Hüfte nach hinten ist, dann ist es unmöglich auch richtig zu drücken. Weil wahrscheinlich, wenn deine Hüfte nach hinten ist, dann sind deine Schultern auch nach vorne. Ja, und wenn deine Hüfte nach hinten ist, deine Schulter nach vorne, ja, und dann landest du so. Das Wichtigste ist, dass dein Fuß, wenn du läufst, muss genau unten dein Kopf landen. Genau unten. Ja, und wenn du das machst, ja, dann ich nutze diese sogenannte Schwerkraft und ich gehe einfach nach vorne. Ja, guck, natürlich, ja, wenn ich so bin, die Hüfte nach vorne, ja, mein Fuß landet genau unter meinem Kopf, ich drücke mit meinem Fuß und ich gehe nach vorne. Ja, andersrum ist, wenn so eine Hüfte nach hinten ist, dann mache ich so, zack, ich gehe nach hinten. Ja, das heißt, ich bremse. Ja, und das wollen wir nicht, wir wollen ja so weitergehen. Deswegen, es ist ganz wichtig, wenn du schnell laufen willst, dass deine Hüfte nach vorne ist. Ja, es ist natürlich wichtig, um schnell zu laufen, aber es ist auch natürlich wichtig, um Verletzungen zu vermeiden. Ja, um gesund zu bleiben. Ja. Bring deine Hüfte nach vorne. Fuß, Hüfte und Schultern, ja, die müssen genauso in diesem Moment auf eine Linie. Ja? Dann kannst du richtig nach vorne gehen. Ja? Also in eine Linie. Wenn es so ist, weißt du, diese Schultern, Hüfte und Füße, wenn mit dir so ist, dann ist es ziemlich schlecht. Das heißt, wenn es so ist, ja, dann kann ich nicht arbeiten. Ja? Hochbleiben. Hüfte nach vorne und richtig drücken mit deinem Fuß. Deine Beine müssen gestreckt sein. Weil wenn deine Beine gestreckt sind, ja, dann kannst du richtig drücken. Wenn ich so bin, ist wirklich, ich kann richtig drücken. Dieser letzte Stück, ja, und zu drücken ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Wenn ich so laufe, wenn ich so bin und dann gehe ich sofort weg, dann das fehlt dieser letzte Stück. Und dieser Stück, ja, ist das Wichtigste. Wenn du deine Hüfte richtig nutzt, dann kannst du richtig mit deinen Füßen arbeiten. Ja, und dein Fuß landet genau unter deinem Kopf. Ja, unter deinem Kopf. Ja, musst das Gefühl haben, ja, wenn ich mit deinem rechten Fuß drücke, dann ist mein Kopf genau drüber. Ja, das heißt, ich gehe mit meiner Schulter etwas nach rechts. Und Gegenteil, genauso wie mein linker Fuß, dann gehen meine Schultern auch etwas nach links. Das heißt, ich laufe so, ja, ich gehe nach rechts und links. Wenn ich das mache, dann bin ich ziemlich sehr effektiv und ich kann wirklich hochlaufen und alle Kräfte nutzen. Was ist natürlich auch wichtig, ist, dass die Hüfte auch mitläuft. Ja? Dass du musst auch mit deiner Hüfte drücken. Jeder Schritt, ja, und wenn ich so laufe mit meinem linker Fuß, wenn ich so bin, ja, ich kann so laufen, ja, dann meine Hüfte bleibt da. Aber wenn ich drücke mit meiner Hüfte, zack, ja, jeder Schritt, also zack, so, wirklich hochzukommen, ja, oder so, ja, komm, tack, tack, ja, wenn ich das mache, mit meiner Hüfte drücke, dann bin ich wirklich sehr effektiv, ja, du kannst dir vorstellen, dass jetzt, wenn das mein Bein ist, und diese, meine Hand ist die Hüfte, ja, ich kann richtig drücken mit meinem Bein, ja, so drücke ich mit meinem Bein, aber wenn ich dazwischen auch mit meiner Hüfte drücke, dann kommt unglaublich viel Kraft. Und die Hüfte ist besonders wichtig und ganz kräftig. Und wenn deine Hüfte kräftig ist und dann kannst du wirklich deine Hüfte richtig nutzen. Rechts und links, ja, jeden Schritt wirklich zack, zack, zack. Ja, du musst wirklich deine Hüfte richtig nutzen. Ta, 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 ta. Ja, wenn du das machst, dann gehst du richtig schnell. Und dann kannst du wirklich deine maximale, dein Potenzial wirklich so zeigen. Ja, und deine maximale Leistung wirklich erreichen. Ja? Und natürlich, das ist das Wichtigste, dein Kopf muss auch da nach hinten sein. Ja? Und wenn deine Hüfte nach vorne ist, deine Schulter sind nach, mein Kopf muss auch hier also gepaart. Wenn mein Kopf nach vorne ist,
dann ist es möglich, wenn meine Schulter, die kommen auch nach vorne, wenn meine Schulter nach vorne sind, dann geht auch die Hüfte nach hinten und es ist eine Katastrophe. Deswegen Hüfte nach vorne, Schulter nach hinten und Kopf hier einfach so gelagert. Ja? Und richtig drücken und hoch bleiben. Du musst wirklich das Gefühl haben, diese Leichtigkeit. Ja? Ich bin leicht, ich drücke, meine Hüfte ist da. Bam, 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 jeder Schritt. Bam, so, bam, bam. Diese Bewegung musst du gucken immer so. Ja? Ja, ist ein Unterschied, wenn ich so bin, ja? Wenn ich so bin, ja? Aber wenn ich das mache, dann drücke ich noch mehr. Ja? Perfekt. Ich glaube, das war's für heute. Lauf schnell, ja, und wir sehen uns. Ciao!